Die Wirksamkeit ist eigentlich enorm. Sie ist zumindest, soweit es die Typen betrifft, die im Impfstoff sind, ist sie annähernd 100%. Soweit es die Verhinderung der Vorstufen des Gebärmutterhalskrebses betrifft, da die Impfung erst im Jahr 2006 eingeführt wurde, öffentlich lizenziert wurde in vielen Ländern, können wir heute noch nicht sagen, ob Gebärmutterhalskrebs selber damit verhindert wurde, weil zwischen der Infektion und dem Auftreten des Gebärmutterhalskrebses etwa 15 bis 25 Jahre vergehen und wir also jetzt die Impfung bestenfalls 7 Jahre verfolgen können. Also wir werden noch 10, vielleicht 15 Jahre warten müssen, bis statistisch signifikante Daten vorliegen, dass auch der Krebs verhindert wird. Aber keiner, der daran beteiligt ist, zweifelt daran, dass diese Impfung auch gegen den Krebs schützt.